Dupré für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Frau Dr. Scheer, habe ich Sie da richtig verstanden? Sie bringen also einen Gesetzesentwurf ein, von dem Sie jetzt wissen, dass er überhaupt noch nicht fertig ist, weil er doch nachgebessert wird. Ja? Ist das jetzt parlamentarische Praxis bei Ihnen oder wie? Nee, wir sehen hier, dass wir nun zum x-ten Mal energiepolitische Vorschriften geändert werden. Und wie das eben so in der Mangelwirtschaft ist, da muss der Mangel halt verwaltet werden, da müssen so die Reste zusammengekratzt werden. Und da wir nun uns schon in der energiewirtschaftlichen Planwirtschaft befinden, muss stetig eingegriffen werden. Das ist eben das Wesen der Planwirtschaft, jenseits eben der Marktwirtschaft, wo es eben alleine laufen würde. Aber damit haben Sie ja leider nichts am Hut. Und das hat eben auch nichts mit Energiesicherheit zu tun, denn die kümmert Sie ja gar nicht. Sonst würden Sie einfach die Laufzeit der Kernkraftwerke und der Kohlekraftwerke verlängern. Machen Sie aber nicht. Braunkohle zum Beispiel liegt zu Tage, kann man im Tagebau abbauen, liegt auch gleich neben den Kraftwerken, braucht nicht mal transportiert werden. Aber auf diese naheliegenden Ideen kommen Sie nicht. Nachdem die Energiepolitik der Bundesregierung das Angebot nun künstlich verknappt hat, können nicht mehr alle Kunden bedient werden. Doch statt jetzt dieses Angebot zu erhöhen, wird das knappe Gut Strom mit Stromabschaltungen, genannt Lastabwürfe, verwaltet. Neu ist das nicht. Ja, im Rahmen der Einführung der instabilen Wind- und Sonnenenergien wurden solche Stromabschaltungen durch die Verträge längst schon kaschiert. Unternehmen bekommen Geld für Stromabschaltungen, das der Stromkunde bezahlt. So wird eben die Mangelwirtschaft kaschiert. Aber jetzt soll die Bereitschaft zum Stromverzicht nicht mehr vergütet werden, sondern das Recht auf kontinuierliche Strombelieferung mit höheren Kosten bestraft werden. Das, meine Damen und Herren, das ist eine sittenwidrige Preiserhöhung in einer Mangelwirtschaft. Die Bundesregierung hat mit ihrer ideologischen Energiepolitik die deutsche Wirtschaft ins Chaos gestürzt, ja pervertiert. Das beste Beispiel ist die größte Aluminiumhütte bei uns im Land, deren Aluminiumproduktion lohnt sich nicht mehr. Und jetzt hofft die Geschäftsleitung, dass keine Aufträge mehr kommen, damit sie den dadurch eingesparten Strom mit Gewinn verkaufen können. Mit mehr Gewinn, als würden sie produzieren. Das ist pervers, meine Damen und Herren. Das ist nicht mal mehr DDR. Das ist schon Nordkorea, meine Damen und Herren. Die Menschen und Unternehmen beginnen sich durchzuwursteln, wie im Sozialismus. Auf der Strecke bleiben Effizienz und Wertschöpfung. Die Folge sind Produktionsverlagerung ins Ausland. Was können wir den Unternehmen das auch verdenken, wenn sie hier keine verlässliche Basis mehr haben? Einige Unternehmen seien genannt, ArcelorMittal fährt Produktion runter, Hackle, Görz insolvent, BASF baut lieber in China und so weiter und so fort. Und es gibt eben viele Stimmen in den Verbänden, die vor der Deindustrialisierung warnen. Nein, meine Damen und Herren, ganz Deutschland braucht einen Lastabwurf. Deutschland ächzt unter einer schweren Last, nämlich der dieser Bundesregierung. Und diese Last muss dringend abgeworfen werden. Und noch mal Richtung FDP zu Herrn Dürr. Ja, wir gehen auf die Straße. Die AfD wird am 8. Oktober den Reigen eröffnen, den Reigen der Demonstration, bis wir eine Bundesregierung bekommen, die wieder unsere Interessen der Bürger auch vertritt. Und wir sind uns auch nicht zu schade, mit anderen Menschen auf die Straße zu gehen am Montag, montags. Und das ist nicht unter der Fahne unserer Partei. Und wir laden jeden ein, da mitzulaufen, um diese Politik der Sabotage der Energiepolitik endlich zu beenden und wieder zur Vernunft zu kommen, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Es folgt der Kollege Michael Kruse für die FDP-Fraktion.